Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Crack House heute am 21. Januar um kurz vor 18 Uhr. Wir sind hier immer noch in Bowsers knuffigen Schlossi-Leini. Ja, ich habe die letzten Tage nicht aufgenommen. Dementsprechend kann es, also das hier nicht aufgenommen, dementsprechend kann es natürlich sein, dass ich eine kleine Eingewöhnungsphase brauche, aber naja. Ja, dann ist es halt so. Ich hatte ja so viel von Yoshi's Crack House vorproduziert, dass ich mir dachte, okay, ich kann mich offensichtlich erstmal. Und naja, ich hatte ja auch. Das ist ja so der Witz. Ich hätte ja schon noch ein, zwei Folgen gemacht. Wow. Ja. Wenn ich Speicherplatz gehabt hätte, dann genau, das war ja so das Ding. Ja, das ist ja jetzt auch schon, wie gesagt, 10 Tage her oder so. Muss man sich erstmal wieder so ein bisschen daran erinnern. Ja, weil es laufen ja 3 Mario Hacks gleichzeitig und der Slot war dann erstmal gefüllt und dann habe ich, ihr habt ja gesehen, dass ich Sepp und Lena und so weiter gespielt habe. Von daher, an dieser Stelle möchte ich auch mal den lieben Lukas Witzig grüßen. Danke, dass du sehr, sehr viel Mario von mir konsumierst, dass du immer so fleißige Kommentare schreibst. Falls ich gerade ein bisschen komisch klinge, nicht wundern, ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Alles gut, mir geht's gut. Ich bin nur, ich habe nur meine sexy Morgenstimme. Ja, ich hoffe, dir geht's auch gut, lieber Lukas. Lass den Kopf nicht hängen und sehe auch mal so ein bisschen was Positives in dieser behinderten Welt. Also das ist schlimm, dass das von mir kommt, weil ich bin eigentlich professioneller Pessimist, ja. Wobei, ja, nee, das kann man auch nicht mehr so sagen. So schlimm ist es nicht mehr. Das Ding ist einfach, dass manches kannst du einfach nicht kontrollieren und besonders wenn's halt um andere Menschen geht, dann sage ich mir da auch einfach so, ja. Scheiß drauf. Scheiß auf die Menschen, die dir nicht gut tun. Schneid sie ab. Dann wird alles gut. Aber wie gesagt, ich habe halt auch den, hatte ich dir ja geschrieben, ich habe den Vorteil, dass ich gerne alleine bin. Wirklich, das ist so geil. Ja, wenn man natürlich nicht gerne alleine ist, dann ist das schätzungsweise ein Problem. Naja, nur mal so viel dazu. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich kann hier jeden Zuschauer, jeden Unterstützer definitiv gebrauchen. Vor allem bei Mario, weil das ja nun mal ein Projekt ist, ein Let's Play. Wird auch wieder nichts, was ja immer jeden Tag kommt. Von daher freut es mich da natürlich ganz besonders, wenn da Leute das immer aktiv schauen. Ich hatte in den letzten 2-3 Tagen so Momente, wo ich es ein bisschen verspätet hochgeladen habe. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal entschuldigen. Die sollen ja immer um 4 Uhr morgens kommen. Und das hat ja auch die ersten 16, 17 Tage geklappt. Aber ich hatte halt die letzten... jetzt kommen wir wieder so in Territorien, wo ich dann nicht mehr hundertprozentig weiß, wie ich das gemacht habe. Man hätte sich natürlich vor der Aufnahme noch mal so eine Scheißfolge anschauen können, aber ich glaube, ich bin so intelligent, das zu machen. Nee. Wo war ich gerade? Ja, also wegen dieser ganzen Trump-Geschichte und so weiter habe ich das dann die... Und weil ich dann natürlich meinen... wobei, das ist keine Entschuldigung, meinen Schlafrhythmus geändert habe. Es ist halt ein bisschen schief gelaufen. Ich habe es aber natürlich immer noch am selben Tag hochgeladen, aber dann teilweise nicht um 4, sondern teilweise um... Ich glaube, so das wurde immer von Tag zu Tag schlimmer. Erst irgendwie um 5, dann um 10 und dann mal um 17 Uhr oder so. Aber ja, die Dinger sollen eigentlich immer morgens um 4 hochgeladen werden, damit man dann sich auch als Schulkind oder so sagen kann, jo, also vor der Schule gebe ich mir noch eine Folge. Dann vielleicht in der Schule, in der Frühstückspause oder in der Hochpause. Oder nachmittags, wenn man dann auf seinen Bus wartet oder so, weil das bietet sich ja an. Die Folgen sind ja, wenn ich nicht wieder inkompetent bin,
und was heißt inkompetent? Zu kompetent offensichtlich, wenn ich zu viel in einer Folge erzähle und dann dadurch überziehe. Dann sollten die ja im Normalfall 10 Minuten lang sein und das bietet sich ja für alle Lebenssituationen an. Von daher, ja, also sorry nochmal dafür. Ich hoffe, es passiert in nächster Zeit nicht wieder. Weil es ist ja wirklich keine Kunst. Man kann ja seit Jahren... Oh, Achtung, neues Gefilde. Neues Gefilde, nicht stoppen, nicht stoppen. Ja, das ist... Du musst den Sprung dann halt auch richtig timen, ansonsten geht das halt auch wieder schief. Wo war ich? Ja, du kannst ja seit Jahren die Videos bestimmen, wann die Videos hochgeladen werden. Also ich muss da nicht manuell immer dran sitzen um 4 Uhr morgens und das machen. Also ganz, ganz früher hätte man das so machen müssen. Aber mittlerweile ist es echt so, ich könnte jetzt dieses Video hier, da könnte ich sagen, okay, dieses Video soll Weihnachten 2038 um 4.45 Uhr hochgeladen werden oder so. Das könnte ich jetzt schon einstellen. Also von daher, das ist wirklich, es ist absolut keine Arbeit, keine Kunst und dementsprechend ist es einfach sehr unprofessionell und inkompetent von mir gewesen. Aber okay, genug davon. Das ist ja traurig. Das kann halt echt noch eine Weile dauern. Ich meine, gut, ich habe heute... Habe ich schon so geplant, 3-4 Folgen davon am Stück zu machen. Also, wenn der das unbedingt so will, dann bitteschön. Aber wie gesagt, das ist halt verglichen mit den anderen Leveln, ist das ein kompletter Witz. Ihr dachtet jetzt auch, ich würde kompletter Holocaust sagen. Ja, es ist mehr als das. Es ist wirklich mehr als das. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen Holocaust und diesem Level, dann weiß ich, vielleicht gehe ich ja freiwillig in die Gaskammer. Aber das kann ich ja sowieso demnächst machen, weil ja mittlerweile wirklich schon einige Corona-kritische Lager... Na, der letzte Sprung auch immer eher brauche. Ich denke immer so, komm schon, wenn du jetzt eine Millisekunde eher landen würdest, dann könnte ich noch den nächsten Sprung machen und würde überleben, aber das macht der nicht. Hier unter anderem in Sachsen, da gibt es ja schon das ein oder andere Corona-Lager für Corona-Kritische, ja, also von daher. Alles kommt zurück, Leute, alles kommt zurück, selbst die guten Konzentrationslager. Weil das Ding ist ja auch, und das musste ich mir, ja okay, da war das Handy jetzt schuld. Das ist so, das musste mir... Jetzt hat sich der Controller abgemeldet, das musste man mir auch neulich nochmal vor Augen halten, das ist ja, weil man ist ja so hart indoktriniert, ne? Man sagt ja auch, das habe ich auch schon ein, zwei Mal in meinen Let's Plays gesagt, man sagt ja auch zu Krankenhaus, und warum heißt es eigentlich nicht Gesundenhaus? Weil man möchte doch da gesund gemacht werden, oder? Natürlich könnte man da argumentieren, naja, dass die Kranken halt in das Haus gehen, aber ich finde, das klingt so negativ, das Krankenhaus, das Haus der Kranken. Oder, ja, bestes Beispiel ist auch noch das mit KZ. Eigentlich, KZ, eigentlich müsste es ja KL abgekürzt werden. Das heißt ja Konzentrationslager. Weil Konzentration ist ja ein Wort, ja. Und, also man wird da richtig hart indoktriniert. Und, da hatte man mir neulich auch nochmal, hatte jemand im Internet erklärt, dass es in einem Konzentrationslager ja nicht zwangsweise ums Vergasen geht, sondern ums Konzentrieren. Du konzentrierst eine bestimmte Gruppe an einem Ort. Also theoretisch könntest du auch zu einem Krankenhaus-Konzentrationslager sein, weil du dort die kranken Leute konzentrierst. Also eine bestimmte Menge, eine bestimmte Über... Naja, da wollte er nicht springen. Eine bestimmte Überzahl von ihnen hast. Also von daher, und man konzentriert eben halt heutzutage Corona-Leugner in diesen Lagern. Also man holt nur, ja, fernab von Personal natürlich, ist ja ganz klar. Die Polizisten und so, die sind ja jetzt keine, nehme ich an, keine Corona-Leugner oder so. Aber ja, man holt sich überwiegend, also zu 70-80% sind da nur Corona-Leugner, also hat man
dort in diesem Lager Corona-Leugner konzentriert. Wobei man, ja, das kommt auch noch dazu, das Wort, man konzentriert sie, also was versteht man unter Konzentrieren, Konzentration? Ich konzentriere mich ja jetzt hier beispielsweise darauf, das Level zu schaffen. Ja, und da könnte man dann auch sagen, dass man in deren Lagern diese Leugner darauf konzentriert, halt nicht mehr Corona zu leugnen. Also man bindet sie dann im besten Fall an einen Stuhl und sagt ihnen, ja, jetzt hör mal auf mit der Scheiße. Ja, im schlimmsten Fall werden sie natürlich vergast, aber das ist ja nichts Neues. Ne? Damit kennen sich die Deutschen ja aus, also von daher. Merkel hat da, muss man auch einfach an dieser Stelle mal sagen, dass Merkel und Söder einfach sich inspiriert haben lassen, ja. Wobei man auch dazu sagen muss, dass selbst die Amerikaner und die Russen Konzentrationslager hatten nun mal so. Und ja, ich hab's euch ja eben erklärt, es ist Schule und eigentlich kann man überall Leute konzentrieren. Ja, aber okay, man sieht, dass meine Konzentration für diese Folge nichts gebracht hat, von daher würde ich mal sagen, hoffen wir, dass die nächste Folge ein wenig besser wird. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem das ein oder andere gelernt aus dieser Folge herausnehmen können. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.